Hallo, ich bin Olivia, ich komme aus Nigeria. Ich freue mich, dass ihr beim SR Refugee TV Magazin dabei seid. Dieses Mal haben wir uns mit dem Thema Angst beschäftigt und das sind unsere Schlagzeilen. Wie versteht man Angst? Reporter Arman hat sich in Salzburg umgehört. Wie sehe ich aus? Sehe ich gefährlich aus? Na, nicht. Keine Angst? Reporter Ayan war bei einem Krampuslauf dabei. Mutig sein. Eine Salzburger Familie nimmt Flüchtlinge bei sich zu Hause auf. Warum tut sie das? Fragt unser Reporter Said. Für mich ist das eine absolute Win-Win-Situation, auf gut Deutsch. Selbstbewusstsein. Das Team Refugee TV stellt sich vor. Wir haben Angst vor Flüchtlingen. Diesem Satz begegnet man heute in den Medien sehr häufig. Aber haben wirklich die Österreicher Angst vor Flüchtlingen? Und wenn ja, warum? Ich bin heute in der Salzburger Christkindlmarkt und will das wissen, ob die Leute haben wirklich Angst vor den Flüchtlingen oder nicht. Für was für Sendung? Refugee TV. Haben Sie Angst vor den Flüchtlingen? Nein, ich habe keine Angst. Das sind alles ganz nette Leute. Also für die Flüchtlinge habe ich keine Angst. Keine Angst. Die sind herzlich willkommen. Are you afraid of refugees in Europe? No, I am not. Wieso haben Sie keine Angst vor den Flüchtlingen? Tun einem doch nichts. Diese Menschen haben ein schreckliches Schicksal in ihrem Heimatland bekommen und ich meine, es ist unsere Pflicht, dass wir sie aufnehmen und von mir aus, ich habe überhaupt keine Angst vor den Flüchtlingen. Haben Sie Angst vor den Flüchtlingen? Jein. Also jein. Also es gibt mit Sicherheit, nein, ich habe nicht Angst vor Flüchtlingen, ich habe nur Angst vor der Situation, wie damit umgegangen wird. Dass, ich glaube, dass es nicht professionell ist, wie damit umgegangen wird. Ich bin Deutscher und ich glaube, dass die Regierung es nicht 100% im Griff hat. Haben Sie Angst vor den Flüchtlingen? Flüchtlinge. Ich will mit der Zone zu essen. Im DW. Können Sie Ihre Meinung erklären? Das ist okay. Es läuft viel schief zurzeit mit Flüchtlingen. Mehr sage ich nicht dazu. Es gibt sehr viele Leute, die nicht integriert sind. Seit 40 Jahren in Österreich oder in Deutschland. Richtig? Also, ich bin erst seit 2 Jahren in Deutschland. Okay? Hab Deutsch gelernt, ich arbeite jetzt und ich zahle meine Steuer. Wie können Sie das vergleichen? So. Du bist seit 2 Jahren hier. Hast du eine Frau? Nein. Hast du Kinder? Nein. Also wenn du Kinder hast und wenn du ein strenger Muslim bist, dann kannst du hier nicht integrieren. Das geht einfach nicht. Jeder hat eigene Meinung. Ja. Wir können das nicht vergleichen. Wir sind eine Demokratie. Ich habe meine Meinung, du hast deine Meinung. Meinen Sie, dass es ordentliche Flüchtlinge gibt, so Terroristen oder so? Ja, ja. Können Sie nicht ausschließen, ich auch nicht. Also, sehe ich nicht ausschließen, oder? Sehe ich gefährlich aus? Gibt's. Aber das kann man nicht ausschließen, oder? Sie können auch nicht ausschließen. Wenn Sie, und die Österreicher sind auch nicht alle harmlos, oder? Ja. Ja, eben. Ich bin bei keiner Partei. Aber wenn eine Partei sagt, zuerst kommen die Österreicher und dann die anderen, ist das normal, oder? Der Flüchtling braucht ja nicht arbeiten, der bekommt eine Wohnung, der bekommt Sozialleistungen und die Betriebskosten auch noch. Vielleicht wissen Sie nicht, das ist nicht so, wie wir denken. Nicht alle, aber ich sage, aber der Großteil braucht nicht arbeiten. Okay, alle Flüchtlinge, die wohnen am Erst in einem Flüchtlingslager und da ist echt schrecklich. In einem Zimmer 28 Leute. Wie kann man das vergleichen mit einem Österreicher Bürger? Nicht, aber das muss. Ja, Österreich, es gibt keine reichen Österreicher, es gibt nur fleißige. Und Arme. Okay. Schönen Tag noch. Bitte, vielen Dank. Danke.
Kennen Sie eine Flüchtlinge persönlich? Persönlich nicht, aber viele Gesichter, die immer wieder vorbeigehen. Okay, und verstehen Sie, dass die anderen Leute haben Angst vor den Flüchtlingen? Sind die Medien schuld? Die Medien machen die Angst. Das ist das Problem. Die Medien brauchen Schlagzeilen, die wollen Angst machen. Das ist das große Problem. Kennen Sie immer eine Flüchtlinge persönlich? Ich kenne viele Leute aus vielen Ländern der Welt. Aber sie müssen das Herz am rechten Fleck haben. Super. Und haben Sie keine Angst, dass wir verlieren unsere Arbeitsplätze wegen Flüchtlinge? Ich glaube, dass viele wollen, dass wir Angst haben. Warum? Weil sie dann mehr Polizei einsetzen können. Wie in jedem Land. Ah, okay. Okay, jetzt müssen wir essen gehen. Hä? Wir warten ja, alle auf das Essen. Wir müssen ausgehen. Also, okay? Vielen Dank. Alles Gute. Alles Gute. Oh, soll ich das tragen? Nein. Hola, Redl, Dudeljö. Hola, Redl. Heute bin ich überrascht, warum die Leute haben keine Angst vor den Flüchtlingen. Und wenn manche die Angst haben, vielleicht die wissen ganz wenig oder die haben keinen Kontakt mit den Flüchtlingen. Und wenn wir uns unterhalten, geht die Angst weg. Und verstehen wir einander ganz gut. Das ist der erste Schritt. Eine fremde Kultur kann Angst machen. Aber wie geht man damit um? Unser Reporter Ayad will die österreichische Kultur besser verstehen. Er war bei einem Krampuslauf dabei. This is the first time I see such thing and I don't know what they are planning for us today, but I can tell you I'm a little bit afraid. Can you give us a short background about this event in Austria? Ja, das ist natürlich ein großer Brauchtum bei uns. Gerade in Salzburg ist der Brauchtum sehr groß und sehr weit verbreitet. For me, I am a refugee now. Should I be afraid of you now? Ich sage mal, gerade jüngere Leute, die dann den Krampus provozieren, kann man natürlich einmal mit der Rute oder mit dem Kuschwanz einmal ein oder zwei Schläge mitgeben. Aber im Grunde genommen braucht man sich eigentlich nicht fürchten. Es sind Menschen unter dem Fell und der Maske. Und wenn man das einmal weiß, dann hat man eigentlich zum größten Teil kein Problem. شلون نشوف يعني شنو رايك بهذا الحدث الجيد؟ فشي جيد ومستغرب انا استغربت هيك اول يعني اول مره اشوف هيك اندهشت صارت عندي دهشه بالموضوع بالاداء اللي شفته فشي حلو جيد والاقنعه اللي لابسيها والملابس زي الشياطين اللي لابسيه ويعني شيء يعني يجيون يضربون المقابيل يعني يسوون خوف يعيشون الواحد بحاله خوف شويه اي بس ممتع حلو يعني فترة هاي الخوف من غير انه المناظر المخيفة هي طريقة العنف التصرف مع الغير هي لمسناها ببلادنا لما شفنا عالم يعني عم تتصرف بعنف مع الناس كنا دائما نخاف ونحاول نهرب فأنا وصلت لهون شفت يعني العنف بس من جواتي عم انه اهرب لا ما اهرب هذا تقليد بس رجعني بالذاكره للخوف اللي كنا نعيشها ببلادنا كيف العنف لما بنواجه العنف بالشارع بالطريق بالحرب So what would you say for refugees and for their fears
here. The good things are always stronger than the bad ones. And so all people which fear from the Krampus, from the devils, if they come to the Nikolaus, they are safe. Evil can be represented in many ways, but on the other hand, Nikolaus also can be represented in stronger ways. And for refugees, the worst Krampus way is the war. But also, we found the stronger Nikolaus here with these Austrian people. For Refugees TV, this is Ayaz Salim from Krampus Love event, Anif. Könnt ihr euch vorstellen, ein Flüchtling bei euch zu Hause aufzunehmen? Eine Salzburger Familie hat sich das getraut. Unser Reporter Sahid hat sich das angeschaut. Grüß Gott, hallo. Hallo. Ich bin Andrea. Ich bin Sahid. Und du machst heute das Interview. Ja, ich mache heute. Ich freue mich, Ihnen zu besuchen. Ja. Wir machen ein kleines Gespräch. Gut, dann komm rein. Hallo, grüß dich. Hallo, servus. Servus. Hallo. Hallo. Khaled. Hallo. Hallo, Tarek. Hallo, Tarek. Danke. Ich wollte erst einmal Andre fragen, du hast jetzt zwei Flüchtlinge aufgenommen, warum machst du das? Für mich ist das eine absolute Win-Win-Situation, auf ja. Gut Deutsch. Du weißt, was ich meine. Also ich habe schon das Gefühl, ich profitiere auch davon und ich hoffe, du auch. Ja, du, das Leben ist bunt, ja. Nicht? Ich denke mal, das muss das so sein. Zusammen. Ja. Bei uns ist es ja Tradition, dass wir Leute aufnehmen. Und es ist mit der Familie besprochen worden, das Ganze. Wir haben da auch vier Kinder. Ja, aber die wohnen schon alle nicht mehr hier. Ja, ja. Trotzdem müssen sie da eingebunden werden. Mhm. Machen wir es oder machen wir es nicht? Das ist klar, ne? Das muss so sein. Ne? Und mein Mann behauptet, ich rede gern. Ja. Und da die ja Deutsch lernen wollen, ist das natürlich auch super für mich. Hund. Hund. Die Hand. Hand. Die Hand. Die Hand. Ja. Finger. Da haben wir noch was übersehen. Finger. Das heißt, auch die Einzahl ist der Finger, ja. Mehrzahl die Finger. ما عندهم عنصرية أو شيء على العكس اللي لاحظت أن أغلبهم يحبون يتعرفون على اللاجئين ويحبون يعني يكون مختلطين معهم أكثر. كله تمام وكله مريح. مريح. احنا كثير انبسطنا معهم. وطبعا في فرق كبير يعني. وقت تسكن مع عائله بتتعلم التقاليد، بيعلموك العادات، بنحكي الماني معهم، بنطبخ معهم، بنعلمهم الاكل السوري، هن بيعلمونا الاكل النمساوي، بيعلمونا على العادات والتقاليد، الاعياد، هلا جاي الكريسماس، بيعلمونا على الاعياد. حسن الحظ. ان شاء الله. Alle sprechen von unserer tollen Kultur in Deutschland wie in Österreich und man zitiert Goethe und Mozart und Beethoven werden herangezogen, um darstellen zu wollen, wie doll diese Kultur ist. Aber die Leute lesen nicht Goethe, die Leute lesen Kronenzeitung, die Leute hören nicht Mozart und Beethoven, sondern Helene Fischer. Und ja, also so weit ist es auch nicht immer her mit unserer Kultur. Wir haben schon eine tolle Kultur, ja. Aber man soll mal schauen, wie gehen unsere eigenen Österreicher und Deutsche, darf ich erst sagen als Deutsche, ja, mit der eigenen Kultur wirklich um. Und ja, und wir müssen ihnen das beibringen, dass die Frauen hier, was weiß ich, wert sind. Und aber ich lebe an einem Fleck, wo neugeborene Mädchen als Büchse bezeichnet werden dürfen. Von Österreichern, von Einheimischen und keiner kommt auf die Idee, da das mal ein bisschen zu hinterfragen. Das ist super. Ich wünsche euch alles Gute. Dankeschön. Alles Gute, Khaled. Alles Gute. Danke. Und danke schon, Herr Friedel. Und danke. Ja, ich danke dir. Ich danke, André. Danke schon. Alles Gute. Alles Gute. Ja, alles Dankeschön. Gut. Danke.
Mein Traumberuf ist, eine Moderatorin oder Journalistin zu werden. Deshalb macht mir Spaß, bei Refugee TV mitzumachen. Und wer sind die anderen Mitglieder von Refugee TV? Das zeigen wir euch jetzt. Ich heiße Arman, bin ein afghanischer Flüchtling. Ana ismi Fethi, ateitu min al-Iraq. My name is Newton, I'm from Nigeria. I am Ayat Salem, a journalist from Iraq, TV reporter. Ich bin Said, ich komme aus Somalia. Ich musste fliehen, weil in meiner Heimat ich habe als Journalist gearbeitet. Und es gibt eine radikale Gruppe, die haben mich bedroht. I left my country, Nigeria, because of critical reports. I came here to Austria because I threatened to kill by the militants who are controlling my country now. أتيت إلى هنا بسبب العنف ضد الصحفيين والتلفزيونيين والمصورين. Ich mache gerne Filme und deshalb mache ich Reportage für Refugee TV. Nochmal. Mit Refugee TV möchte ich meine Arbeit weitermachen. It gives me the chance to continue my message of telling truth for you and for other people. To me, Camera tells the truth of every story. I want you to support Refugee TV. وأتأمل من مساعدتكم لكي تنهض هذه القناة خدمة لصالح المجتمع والصحفيين. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Eben. Vielen Dank. Bitte. Gern geschehen. Man hat nur Angst vor dem, was man nicht kennt. Wir hoffen, dass unsere Geschichten helfen, einander besser zu verstehen. Es hat mich sehr gefreut, euch die erste Refugee TV Magazin zu präsentieren. Es wäre super, wenn ihr weiter dabei seid. Auf Wiedersehen. Hola, redel, doodle, jö. Hola, Rio, a todo el día.